Ich bin oft hier in der Schweiz und mache halt in St. Gallen, in der Uni zum Beispiel, Vorträge. Und dann gehe ich auf der Bühne und erzähle, ich war noch nie in der Schule, aber ich habe es geschafft, ich bin hier, mache ein Referat. Kein Kelly ist normal auf die Schule gegangen. Offiziell hieß es, wir machen Homeschooling. Mhm. Klar, das war, sag ich mal, von uns zu schützen, weil eigentlich ist es illegal. Mhm. Ne? Ja. Wir waren quasi, kann man auch sagen, auch illegal, die halt gereist haben. Ne? Und wir waren quasi immer auf der Flucht. Wir waren nirgendwo sässig, wir waren halt nirgendwo angemeldet. Das war auch der Grund, dass wir halt nicht, sag mal, quasi fassbar waren. Ne? Ja. Wir haben angefangen halt mit so einem Bus zu reisen, mit so einem London-Bus. Dann haben wir in diesem Bus mit Mutter und Vater und 10 Kindern gelebt. Ich habe die Busse bei mir in der Scheune stehen. Und wenn ich da reingehe und nehme halt, sag ich mal, jemanden mit und zeige, pass mal auf, wir haben hier mit 10 Mann gelebt, dann gucke ich auch selber und denke, wie ging das? Ja. Das war ein hartes Leben, aber wir waren als Team stark. Mein Vater war sehr clever und sehr intelligent und hatte keine Existenzangst, weil er halt immer, sag ich mal, mit seiner Geschicktheit und mit seiner Kraft es geschafft hat, die Familie halt zu ernähren, zu versorgen. Der war ein Querdenker, der war halt einmal nicht käuflich. Es hat ihm nicht interessiert, Geld war für ihn langweilig. Man kann das heute nicht verstehen. Die meisten Menschen haben Existenzängste. Mhm. Aber wenn man das schafft, sag ich mal, ohne Angst zu leben, das ist die Freiheit. 3 Monate zuvor hatte ich zum Beispiel eine richtige Krise. Da bin ich 100 Mal gelaufen in Berlin. Das ist der Mauerlauf so genannt. Ja, genau. Und dann bin ich bei Kilometer 117 geplatzt. Also körperlich. Wurm. Was heißt hab das? Da gekotzt, hab da halt irgendwie, war dehydriert. Und dann habe ich da 50 Minuten gelegen beim Sanitäter und der Arzt fragte, und Herr Kelly, aussteigen oder bleiben? Wenn du aussteigst, kriegst du eine Infusion. Ich sage, keine Chance. Ich stehe gleich wieder auf, mache ein bisschen langsamer und ich schaffe mein Ziel. Ich finde das Thema Riskieren spannend, weil wer riskiert, verliert oder gewinnt. Aber wenn du einmal mehr aufstehst, also fällst, lernst du nur von Niederlagen und gewinnst. Es gibt ja nächstes Jahr ein großes Comeback. Obwohl du gesagt hast, Musik sei eigentlich gar nicht mehr dein Ding, bist du wieder dabei. Ja. Aus welchem Grund? Ich mach's nur wegen des Geldes. Ah, echt? Das ist mal ein ehrliches Statement, das gefällt mir. Stimmt aber nicht. Ich mach das, weil ich mich drauf freue. Ich habe früher eh nicht gesungen, nur so getan. Aber ist auch gar nicht aufgefallen, es lief immer trotzdem weiter. Und als mein Bruder Angelo anrief und sagte, Joey, Kelly Family, ein Konzert. Da sage ich, klar, ich bin dabei. Sag ich habe aber 15 Jahre nicht mehr gesungen. Ich kann nicht mehr singen. Sagt er, egal, gibt's gleiche Geld. Okay, dann komme ich.